Schreckt mich doch nicht so. Was ist denn los bei euch? Ja, was war bei mir denn so los die letzten Tage und Wochen? Also ich bin ja jetzt über einen Monat jetzt in dieser Wohnung und ich muss sagen, mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Es ist noch nicht alles perfekt, aber es läuft. Auf jeden Fall fragt keiner mehr, ob ich mich jetzt inzwischen eingelebt habe, denn die Frage wurde mir von manchen Personen dreimal gestellt und die ganze Zeit konnte ich nur einfach nur sagen, ja. Ja, verdammt nochmal, ich habe mich eingelebt, mehr oder weniger. Das mit dem Kochen bekomme ich inzwischen ganz gut hin. Ich sauge jeden Tag, es wird einmal in der Woche gewischt und ich finde, mehr Sauberkeit kann man in meinem Haushalt nicht haben. Ja, meine Haare sind noch ein bisschen nass, deswegen liegen die gerade scheiße, ich habe die gerade gewaschen. Yeah! Und ja, ich habe in dem Monat inzwischen das meiste getan, was ich machen wollte. Der Februar, auch wenn er der kürzeste Monat im Jahr ist, kam mir dieses Jahr sehr lange vor. Also wirklich sehr lange. Es ist viel passiert im Februar. Nicht nur der Umzug, sondern ja auch das Einleben, das Ärger, der Ärger mit dem Jobcenter und auch noch so die ein oder anderen Dinge. Zum Beispiel das Einrichten meiner Xbox, ne? Die Xbox One, die macht nicht viel Mucken, aber die Xbox 360, bei der hat es die ganze Zeit nicht geklappt. Also was für ein Problem hatte die Konsole? Also erstmal fing es damit an, dass sie das Software-Update nicht drauf spielen wollte. Und dann habe ich geschaut und habe gesehen, okay, mein Gast-WLAN lässt das nicht zu. Dann habe ich es auf normal, auf mein anderes richtiges WLAN geswitcht, weil ich, naja, ich hatte keinen Bock, den scheiß WLAN-Code einzugeben. Ganz es war nur Bequemlichkeit. Und dann habe ich das gemacht und dann lief das schon mal. Und dann konnte ich wenigstens mal schon mal ein bisschen zocken, bis ich dann Forza 3 eingelegt habe und keine Ahnung, für Forza 3 gab es anscheinend zwischendrin mal noch ein Update irgendwie und dann habe ich das runtergeladen, beziehungsweise wollte es runterladen und dann kam wieder eine Fehlermeldung, die nichts sagend ist. Auf jeden Fall irgendwas stimmt dann nicht. Und dann habe ich einen Check gemacht, okay, NAT-Problem. Ja, Xbox und das scheiß NAT. Es ist ein Krampf. Und dann habe ich Ports geöffnet. Dann habe ich der Xbox sämtliche Rechte zugewiesen. Alles hat nicht geklappt. Ich saß da und war verzweifelt. Ich habe eine Dreiviertelstunde an diesem scheiß Problem gehangen. Und dann kam mir in den Sinn, ja, dass die Xbox damals speziell für den Router eingestellt war. Und dann habe ich die Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann hat der ganze Scheiß einfach funktioniert. Schlimm. Na, die letzten Tage waren auch so ein bisschen holprig. Keine Ahnung, was ich da so groß zu sagen sollte oder will. Das hat mit einem Mädchen zu tun. Ja, wenn wir schon in Sachen Mädchen sind, dann muss ich sagen, auch wenn ich mich in der Wohnung hier eigentlich ziemlich wohl fühle, es gibt manchmal so ein paar Momente, die sind komisch. Die sind wirklich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es an der Einrichtung liegt, weil an dem Schrank, der da steht, durchaus noch Erinnerungen hängen an früher und jetzt auch wieder so alles da so drin zu sehen. Meine gesamten Sammlungen und meine gesamten Mangas. Das weckt durchaus ein paar Gefühle und Erinnerungen an früher. Es ist komisch. Auf jeden Fall schwelge ich in letzter Zeit wieder öfters in der Vergangenheit, obwohl man das nicht so groß tun sollte. Und außerdem schleicht sich hin und wieder auch immer noch so ein Gefühl der Einsamkeit mit rein. Ich meine, ich war ja davor schon recht alleine, als ich noch bei meinem Bruder gewohnt habe. Ich war ja da auch viel mehr für mich, aber da waren wenigstens noch zwei Personen im Haus. Und auch trotz, dass ich eigentlich immer für mich war und meinen Bruder und seine Freundin eigentlich kaum gesehen habe, waren die halt trotzdem da. Und hier ist jetzt halt wirklich gar niemand. Ich muss hier wirklich, klar, ich muss hier komplett alleine für mich sorgen, aber das ist ja auch so gesehen nicht das Problem. Ich habe kein Problem damit zu spülen, ich habe kein Problem damit zu kochen. Das macht mir ja auch Spaß. Und ich mache mal was anderes, als die ganze Zeit nur vorm Rechner sitzen. So zwischendrin mal kochen, das ist eigentlich ganz nice, ist eine Abwechslung. Und ja, Kochen ist jetzt auch nicht so schwer, wie ich es tatsächlich gedacht habe. Es ist recht simpel.
man lernt halt so ein paar gewisse Kniffe, wie man was in ungefähr macht, weil ich habe hier keinen Messbecher oder sonst irgendwelche Maßeinheiten, mit denen ich irgendwas machen könnte. Deswegen wird alles so ein bisschen geschätzt und irgendwie klappt es halt. Das ist halt ganz gut so. Aber ja, wie gesagt, so manchmal gibt es halt noch so einen Einsamkeitsschub, wo ich mir wirklich jemanden wünsche, der einfach so ab und zu mal abhängt. Ja. Und es ist halt scheiße, dass die meisten Personen, die ich hier so in der Umgebung kenne, entweder viel beschäftigt sind mit Job, Schule oder anderweitigen Dingen oder weit weg sind. Ja, und die Personen, an denen man vielleicht Interesse haben könnte, haben dann vielleicht kein Interesse an einem selber oder es ist einseitig. Da kommen wir auch schon so ein bisschen zur nächsten Sache. Also ich überlege mir, was kann ich zurzeit so tun, weil ich merke, okay, die ganze Zeit hier rumsitzen ist zwar schon ganz nice, ich meine, ich habe meine Ruhe, ich kann hier machen, was ich will und tun, was ich will, aber irgendwie ist es doch nicht so das Geile und ich sollte vielleicht mal mehr Dinge tun. Das ist jetzt diesen Monat ein bisschen scheiße, weil das Problem ist, ich bekomme immer noch nicht meine Miete gezahlt. Ah, das ist auch so eine Kacke. Ja, das Jobcenter zahlt ohne wirklich nennenswerte Begründung einfach meine Miete nicht. Ich weiß nicht warum, die geben keine Begründung dafür. Ich habe denen alles gegeben, was sie wollten und irgendwie kommen die aber immer noch nicht wirklich voran damit. Und ja, ich habe jetzt so ein paar Dinge in Angriff genommen, die das Problem hoffentlich schnell lösen. Muss ich mal ein bisschen gucken, wie ich diesen Monat zurechtkomme. Ich habe jetzt noch irgendwie 80 Euro, mit denen ich noch komplett durch den Monat kommen muss. Und wir haben gerade mal den 6. Aber soweit klappt meine Finanzplanung ganz gut. Ich schaffe es nicht mehr als 20 Euro derzeit in der Woche auszugeben, für Lebensmittel nur. Und ich komme damit eigentlich recht gut zurecht. Und verbrauche noch nicht einmal all das, was ich eingekauft habe. Ich habe hier noch Packungen Nudeln da, bei denen ich dachte, die sind eigentlich recht schnell weg. Aber Junge, ne, ich dachte mir so, oh ja, hier nimmst du mal ein bisschen Nudeln, ist ja easy. Und dann sind es... Dann macht man halt so viele Nudeln, obwohl das so wenig aussah, ne? Dieses Abschätzen. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, ich wollte mehr machen. Ja, die Sache ist nur die, ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Also ich meine, ich gehe ja schon mal auf die Animex. Das ist ja schon mal eine Sache, die ich auch wirklich beibehalten möchte. Zumindest für die nächsten paar Jahre. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht genug. So einmal im Monat irgendwo hingehen und den Rest zu Hause sitzen. Naja gut, donnerstags halt noch Videos aufnehmen, aber das war's dann auch schon. Und viel mehr mache ich eigentlich nicht. Dann gehe ich halt noch einkaufen und immer wenn ich einkaufe, passieren irgendwelche komische Dinge. Also was heißt komische Dinge? Es gibt vielleicht die ein oder anderen Awkward-Situation mit der Kassiererin oder man schiebt fast aus Versehen irgendwelchen Leuten den Einkaufswagen in die Beine, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, aber ich sollte mehr machen. Das wurde mir jetzt letztens öfters empfohlen und ja, mal gucken. Mal gucken, was man da so machen könnte. Und ja, ich bin inzwischen bei 354 Abonnenten. Yeah! Die Zahl steigt. Sie steigt langsam, aber sie steigt. Das freut mich. Und ich habe auch inzwischen so eine konstante Aufrufzahl zwischen im Durchschnitt der letzten Videos, so bei 40 Aufrufen. Das finde ich ganz nice tatsächlich im Vergleich zu früher. Und auch mein neuestes Video Neon Meme Evangelion ist auch recht gut angekommen. Klar, so im Nachhinein hätte ich ein, zwei Szenen verändert oder rausgelassen. Zum Beispiel die To Be Continued Szene fand ich ein bisschen cringy und auch das Ende ist ein bisschen... Keine Ahnung, ich finde nach dem letzten Clip mit dem Agenten und dem Commander Seaman hier, ich finde, da hätte man das Video auch beenden können. Aber gut. Ne? Und wenn wir schon dabei sind bei Videos produzieren, ich bin dabei gerade mir das Skript für mein nächstes großes Video im Kopf zusammenzusetzen. Ich soll es vielleicht aufschreiben, ist vielleicht schlauer. Aber ja, das wird ein interessantes Video. Eins, das ich schon lange machen wollte. Aber es wird irgendwie zunehmend düsterer, je mehr ich es ausarbeite. Ja, die Musik habe ich dafür schon fertig. Musik. Hab ein bisschen mit FL Studio rumprobiert. Hab da versucht, so
so ein paar Töne zu finden, die ein bisschen komisch sind. Sagen wir es mal so. Keine Sorge, ich gehe noch nicht full Randy Stairs. Wenn ich anfange, im Auto Vlogs zu drehen, Leute, dann gebt mir bitte Bescheid, dass... ja, ne, okay. Also dieses Video plane ich jetzt bestimmt schon seit Oktober. Ich wollte es zwischendrin immer mal wieder machen und habe es dann doch wieder verworfen. Je nach Stimmungslage tatsächlich. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Wenn das Video fertig ist, dann kann das jeder für sich interpretieren. Ihr bemerkt vielleicht, im Hintergrund läuft jetzt nicht wirklich Rainbow Six Siege diesmal, sondern Battlefield 5. Das liegt daran, weil für Siege ein Update rauskommt und das ist irgendwie 56 GB groß, warum auch immer. Ubisoft übertreibt immer maßlos, die wissen auch anscheinend nicht, wie man Daten komprimiert, weil das Spiel ist inzwischen, keine Ahnung, schon fast 90 GB groß oder was weiß ich. Junge, Leute, komprimiert mal eure Daten. Ich meine, klar, heute hat ihr eine Terabyte-Festplatte im PC, aber trotzdem kann man doch so ein bisschen drauf achten, dass man das vielleicht ein bisschen komprimiert. Hm. Und ja, sagt mir mal allgemein, wie findet ihr so diese Idee hier mit mich noch dazu haben im Bild. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Hättet ihr lieber wieder nur meine Stimme oder wie oder was? Schreibt es in die Kommentare. Ja, seid ihr übrigens dabei, entweder morgen, also heute am Donnerstag oder wenn ich es dann nicht schaffe, dann am Samstag ist noch ein Stream. Seid dabei, ich spiele so ein paar komische Spiele. Unter anderem ist auch dabei Everlasting Summer 3D und so ein Spiel, das nennt sich Signal Simulator und noch ein paar andere komische Sachen. Seid dabei. Ich reagiere auch auf ein paar Videos, die ich noch gefunden habe. Das wird gut. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Video.